Also wir sind da in unserer Hauskapelle. Wie man sieht, haben wir Ostern hier gefeiert. Die Kapelle ist für mich, ich wohne in diesem Haus, die Kapelle ist für mich ein Ort, um zur Ruhe zu kommen nach der Arbeit, Kraft zu schöpfen. Und ich finde es ganz schön, mit dem Herrgott und demselben Dach zu wohnen. In letzter Zeit ist die Laienorganisation Opus Dei kaum in Erscheinung getreten. Wie wirkt Opus Dei heute in der Schweiz? In Zürich besuchen wir das Studentinnenheim Sonec. Therese Kuratli ist seit 15 Jahren Mitglied beim Opus Dei. Seit 7 Jahren wohnt sie im Studentinnenheim, das der katholischen Personalprälatur des Opus Dei anvertraut ist. Sie zeigt uns, wie die Studentinnen wohnen und wie sie zusammenleben. Wie ist Therese Kuratli das erste Mal auf Opus Dei aufmerksam geworden? Ich habe an einem Skilager teilgenommen und da gab es Personen vom Opus Dei. Und diese Person hat Ihnen dann gezeigt, was so im Alltag alles gemacht wird beim Opus Dei? Ja, das war sehr beeindruckend. Das war für mich auch ein bisschen ein Schlüsselerlebnis, weil die Person, die kam dann auf die Idee, dass man auf dem Sessellift einen Rosenkranz beten könnte. Und erstens hatte ich noch nie jemanden gesehen in meinem Alter, der einen Rosenkranz betet. Und wäre auch nie im Leben auf die Idee gekommen, das auf einem Sessellift zu tun. Und das war für mich eben genau ja, ein Schlüsselmoment, zum sagen, hey, Gott hat Platz im Alltag. Gott ist überall. Gott ist auch auf dem Sessellift. Das Zimmer von Therese Kuratli ist wie die meisten Zimmer im Haus klein und bescheiden. Das Haus, das durch Spenden finanziert wird, verfügt neben den Zimmern für die Studentinnen auch über eine große Küche. Also ist die Küche von Sonec schon ein bisschen in die Jahre geraten. Wir haben eine professionelle Köchin und deshalb ist das wahrscheinlich die einzige Küche in einem Studentenheim in der Stadt Zürich, wo man sich nicht darüber streiten muss, wer jetzt die Küche als nächstes putzen soll und dass sie zu schmutzig ist. Und dann da vorne ist gleich das Esszimmer. Wir essen alle gemeinsam, wir legen Wert darauf, weil wir möchten ein bisschen was wie eine Familie sein, obwohl wir 24 Leute da wohnen. Wir beten vor dem Essen, das gehört für alle dazu, ganz egal, was für einen religiösen Hintergrund man mitbringt. Also hier im Haus leben nicht nur Christen, nicht nur Katholiken, sondern Leute aus aller Herren Länder. Beat Müller ist Informationsbeauftragter des Opus Dei in der Schweiz. Es ist ruhig geworden um das Opus Dei hierzulande. Hat man dieses Gefühl, weil die negativen Schlagzeilen weniger geworden sind als auch schon? Das ist sicherlich mit ein Grund. Dahinter steht natürlich auch etwas. Das Opus Dei hat sich entwickelt, die Umstände sind anders geworden. Das Opus Dei ist schweizerisch geworden. Man kennt mehr Leute vom Opus Dei und sieht, dass es normale Leute sind. Und dann hat auch sicherlich die Öffentlichkeitsarbeit dazu beigetragen. Wir haben uns bemüht, offen zu kommunizieren, aktiv auch zu kommunizieren. Und das trägt mit der Zeit, denke ich, auch ein bisschen seine Früchte. Auf was legt das Opus Dei bei seinen Laienmitgliedern besonderen Wert im Alltagsleben? Als erstes legt man Wert darauf, in der Gegenwart Gottes zu leben, als Kinder Gottes, im ständigen Kontakt mit ihm zu sein, das Leben sozusagen in ein Gebet zu verwandeln, auch die Arbeit in ein Gebet zu verwandeln. Und wenn man dann das so tut, wird die Arbeit selber zu Gebet und sie wird geheiligt. Zum Alltag für bestimmte Mitglieder des Opus Dei gehört auch das Tragen eines Bußgürtels. Trägt Therese Kuratli auch einen? Ja. Und wie muss man sich das vorstellen? Schmerzt das oder? Nicht wirklich. Also ich glaube, es geht nicht um Schmerz dabei, sondern es geht um die Selbstüberwindung dabei. Also es ist mehr der Gedanke daran, ich überwinde mich jetzt, um Gott etwas zuliebe zu tun. Und ein Leben ohne Opus Dei, wäre für Sie das vorstellbar? Schwierig, weil für mich würde das wahrscheinlich auch bedeuten, ein Leben ohne Gott. Und das kann ich mir im Moment nicht vorstellen.
Hat das etwas miteinander zu tun, ein Leben mit Gott und eine Mitgliedschaft beim Opus Dei? Ja, das Opus Dei hilft mir eben, diese Beziehung zu Gott aufrechtzuerhalten. Und ich denke, wenn ich diesen Input nicht hätte, also diese Bildung auch nicht bekommen würde, dann würde ja, meine Beziehung zu Gott irgendwann einfach absacken. Was ich hier lebe, ist eine Berufung. Und dafür ja, ist es wichtig, dass ich diese Berufung auch folge. Musik.